Das lustige Taschenbuch hat vor allen Dingen deshalb Erfolg, weil es für jeden etwas ist. Das lustige Taschenbuch, das ist, ermöglicht uns die Flucht im Kopf nach Entenhausen. Das ist nur ein kleiner Fußmarsch im Kopf entfernt in die Fantasie. Jeder kennt diese Charaktere, jeder ist damit groß geworden. Und das lustige Taschenbuch ist definitiv etwas für Jung und Alt. Wir haben Kinder, die damit lesen anfangen. Und wenn man sich bedenkt, dass früher Comics verpönt waren, das ist für die Sprache nicht so gut. Heute freuen sich die Schulen, freuen sich Lehrer, empfehlen das lustige Taschenbuch, damit Kinder mit dem Lesen anfangen. Und die Hälfte der Käufer des lustigen Taschenbuchs sind Erwachsene. Die sind älter als 19 Jahren und halten uns halt so lange die Treue. Die erste Auflage, das allererste LTB 1967, der Kolumbus-Fall, das ist ja Kulturgut, Kult kann man fast sagen. Damals hatten die Herrschaften hier bei EHAPA, das war ja auch lange vor meiner Zeit, die sehr gute Idee, die Comics, die aus dem italienischen Sprachraum kamen, die ein anderes Format haben als die, die wir in unseren Mickey-Maus-Magazinen kennen, in Bücher zu fassen. Diese haben nur 3 Reihen, hingegen die Comics, die in der Mickey-Maus oder in den Heften sind, 4 Reihen haben. Und das war die Geburtsstunde vom LTB. LTB hat einen sehr komplexen Arbeitsprozess. Wir müssen uns eine ganze Menge da ausdenken, womit wir dann immer anfangen. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir versuchen, eine Story-Auswahl zu treffen, die sich an vorhersehbaren Aktualitäten orientiert. Das heißt, wir machen einen großen Jahresplan. Dieser Jahresplan teilt sich natürlich dann beim normalen LTB in 13 verschiedene Titel auf. Und dann schauen wir erstmal, was gibt es denn für Jubiläen, für Kinofilme vielleicht, für große Events, vielleicht gibt es Sportveranstaltungen, Ähnliches, anhand deren wir dann die Planung machen. Und dann fangen wir an, Geschichten zu suchen, zu erstellen, zu kreieren. Für die Cover starten wir hier wirklich in Berlin, in-house, und versuchen erstmal eine Entwicklung zu filmen. Was soll aufs Cover rauf? Wer ist die Hauptfigur? Wie sieht sie ungefähr aus? Das wird grob angeskribbelt. Das machen wir mit einem freiberuflichen Artdirektor, der seit Jahrzehnten schon fürs LTB tätig ist. Und dort wird dann eine Vorzeichnung erstellt. Die wird ganz oft verändert. Die ist in auch verschiedenen Layern, sodass man alles hin und her schieben kann. Und dann lassen wir einen italienischen Disney-Zeichner, Andrea Facero, ein Meister seines Fachs, zeichnet uns die Cover. Aus Berlin erhalte ich das Konzept des Covers und die grobe Idee. Ich erarbeite dann meine Idee dazu und damit eine Rohzeichnung, die wiederum nach Berlin zurückgeschickt wird. Dort wird dann meine Zeichnung besprochen und abgenommen. Im nächsten Schritt wird Stück für Stück ein sogenanntes Cleanup erstellt. Sobald das Cleanup fertig ist, kommen Tusche und Tinte ins Spiel. Es sind also grundsätzlich 3 Arbeitsschritte. Man beginnt mit der kreativen Arbeit in Berlin, dann in Genua und endet mit der Tinte. Dalla parte creativa e si finisce all'incostrazione finale. Mache das seit professionell seit 30 Jahren. Das macht mir immer Spaß. Das ist eine Freude. Ich benutze keinen Computer. Ich mache alles mit der Feder, die Karl Barks auch benutzt hat. Das Kratzen auf dem Papier ist super. Es ist wirklich eine Freude, das zu machen. Jedes Mal, auch wenn ich hier vor dem Publikum sitze, selbst wenn ich einen Donut mache, den ich schon 30 Mal gemacht habe. Also wenn es zum Beispiel schnell gehen muss, mache ich Donutköpfe, die habe ich natürlich schon mal gemacht. Dann ist die Linien zu machen mit einem Pinsel oder mit der Feder, obwohl ich den schon so oft gemacht habe, diese Linien zu machen, das ist wie Meditation, das ist super. Entweder man ist jemand wie Karl Barks, der hat Dagobert Duck erfunden und Gustav Gans und so weiter. Der hat seine eigenen Geschichten geschrieben und gezeichnet. Aber heute ist es meistens so, dass jemand die schreibt und man bekommt ein Manuskript. Das Manuskript ist entweder geschrieben, also ein Dokument mit Text, wo drauf steht, Donald kommt zur Tür rein und sagt Folgendes zu Daisy. Und dann steht da, was er zu Daisy sagt. Und man muss dann die Buchstaben zählen, die in der Sprechblase drin sind,
um die Größe der Sprechblase auszurechnen. Es gibt aber auch Skripts, die nicht abgetippt sind, sondern die gezeichnet sind, wo man dann so Strichmännchen hat zum Beispiel, wo schon man weiß, Donald ist links, Daisy ist rechts, da hinten steht ein Schrank, vorne ist ein Kühlschrank und so weiter. Also die ganzen Cartoon-Figuren basieren auf Kreisen. Man fängt an mit einem Kreis für den Kopf, dann eine sogenannte Line of Action, das ist die Linie, die zeigt, wie der Körper ist. Die Linie, die geht nach oben, wenn der Donald glücklich ist, die geht nach unten, ist sie gebeugt, wenn der Donald unglücklich ist. Und dann der Körper ist wie ein Dreieck da oben drüber und hinten wie so ein Oval, der Hintern. Und dann macht man Arme und Beine wie so Schläuche und für die Hände und macht man einfach so Ovale dran. Und dann fängt man an, die Details zu machen. In der Mitte von Donald kommt eine Linie, dann im unteren Drittel eine andere Linie, die beiden Augen, dann kommt der Schnabel drauf. Also man baut das sozusagen auf. Und das ist der Trick dabei sozusagen. Vor allen Dingen in Deutschland dreht sich beim lustigen Taschenbuch fast alles um die Enten. Die wichtigsten und beliebtesten Figuren sind bei uns definitiv Donald Duck, da kommt dann eine ganze Weile nichts. Dann sind es meist Tick, Trick und Track und dann relativ gleich auch Dagobert Duck, der dann natürlich probiert, immer auf Abenteuersuche seine Millionen zu mehren. Mickey Maus und Goofy spielen da eher eine etwas untergeordnete Rolle. Die haben es immer nicht so ganz einfach. Aber natürlich sind sie fester Bestandteil von Entenhausen und wir geben uns immer auch mehr Mühe, sie neu zu erfinden. Und der heimliche Favorit von fast allen ist halt Phantomias, der Beschützer Entenhausens, unser Superheld. Vielleicht auch einfach aus dem Grunde, weil Donald da endlich mal gewinnen darf. Die Leute lachen immer, wenn wir sagen, es kommt eigentlich kein Disney-Comic aus Amerika. Da sind sie immer total erstaunt. Wie kann das denn sein? Da kommt das alles her. Ja, die Figuren kommen daher. Das ist vollkommen richtig. Aber wir haben schon seit 1948 die Rechte, Disney-Comics zu zeichnen. Da in Amerika das eine ganz andere Comic-Tradition und Kultur gibt, die gar nichts mit unserem Kiosk-System oder Ähnlichem zu tun hat, werden dort wirklich nur Alben in kleinster, wirklich in Minimenge, möchte ich es mal sagen, verkauft. Die Geschichte der Comics und die Entwicklung, damit auch des LTB, ist wirklich eine Sache vom alten Europa. È fantastico perché ogni cover è una piccola sfida e un piccolo enigma. Jedes Cover ist eine Herausforderung, ein kleines Rätsel, das es zu lösen gilt. Es ist ein Kleid, das du dem Buch schenkst und es ist jedes Mal eine neue Arbeit. Das liebe ich am meisten. Al libro, alla pubblicazione. E ogni volta è un lavoro diverso. Questa è la cosa che amo di più di questo lavoro. Beim Computer bisher ist, das sieht perfekt aus. Wenn es perfekt aussieht, ist es langweilig. Und wenn ich zum Beispiel mit der Feder arbeite, sind da automatisch Unreinheiten drin. Aber die machen das interessant. Und wenn, ich sage dann immer, wenn ich manchmal Leute sehe, es gibt ein paar, die machen das mit Computer, dann sage ich, ich finde das schöner per Hand, aber wenn du das hinkriegst, diese Unreinheiten da reinzubringen, dann ist mir es egal, wie du das machst. Weil bisher finde ich per Hand besser als Computer. Wenn Leute sehr kreativ arbeiten wollen und sehr zum Beispiel das Papier mit einbringen wollen oder bestimmte Pastellfarben benutzen, dann machen sie es per Hand. Aber es geht meiner Meinung nach so,
Leute, die sehr kreativ sein wollen, arbeiten per Hand. Und Leute, die sehr auf Effizienz gucken, arbeiten mit dem Computer. Also ich rede jetzt nicht von Disney Comics, da ist wirklich meistens noch per Hand gemacht. Aber andere Comics sehe ich viele Leute, die der Schnelligkeit wegen es im Computer machen. Viele Leute noch von früher kennen es zum Beispiel, dass die Seiten schwarz-weiß waren, immer jede zweite Seite. Das lag nicht daran, dass wir Farbe sparen wollten, sondern es war drucktechnisch damals anders gar nicht möglich. Das heißt, mit den Bänden 118, 119 wurde das LTB zum Beispiel vollfarbig. Dann kam später irgendwann der Buchrücken dazu, diese Sammelbilder, die jeder heute aus dem Regal kennt. Die Logos haben sich weiter verändert. Wir waren in der Lage, besondere Produktausstattungen zu machen. Die Cover wurden aufwendiger gestaltet. Und ich denke, das LTB hat sich heute bis hin zu den digitalen Produkten, die es gibt, immer weiterentwickelt und wird es auch weiterhin tun.